Pünktlich 10 Uhr am Samstag kamen sie, die Oldtimer-Freunde, die sich zu ihrer ersten gemeinsamen Ausfahrt auf dem Marktplatz in der Zerbster Straße getroffen hatten. Mit hochglanzpolierten Karossen aus verschiedenen Epochen präsentierte der Oldtimer-Stammtisch die Arbeiten seiner Mitglieder und Freunde. Oldtimer wieder auf Vordermann zu bringen, wird als das rostigste Hobby der Welt bezeichnet, auch wenn man bei den 3 Ausfahrten, die der Oldtimer-Stammtisch jährlich organisiert, kaum etwas davon mitbekommt. Und dass die zahlreichen Autos und Motorräder tatsächlich auch noch fahrbereit sind, konnten die Besitzer selbst noch demonstrieren, denn eine gemeinsame Ausfahrt mit einer Gesamtlänge von ca. 120 Kilometern führte die Oldtimer-Freunde zur Springbachmühle in Bad Belzig. Und während sich die einen die Oldtimer anschauten, waren die anderen beim ersten Dessauer Fahrradflohmarkt. Hier konnte man sich gebrauchte Fahrradersatzteile besorgen, aber auch gleich ein komplettes Fahrrad kaufen. Ulrike Wachotsch vom ADFC hatte diesen Fahrradflohmarkt ins Leben gerufen und erzählt, wie sie auf die Idee dazu gekommen ist. Ich weiß, dass der ADFC das schon längere Zeit immer wieder anbietet und Dessau noch nicht. Und da habe ich dem ADFC Dessau mal gesagt, es wäre doch schön, wenn wir das auch hier machen würden. Es gibt ja viele Kinder- und Babyflohmärkte und Pflanzentauschbörsen und so. Und warum nicht für Fahrräder? Auch wenn es ein recht kleiner Anfang war, ausbaufähig ist diese Veranstaltung allemal. Verfolgt sie doch ein klares Ziel. Es gibt immer viele Fahrräder in Kellern, die keiner mehr braucht, weil er nicht mehr fahren kann oder weil das Fahrrad zu klein oder wie auch immer nicht mehr passt. Und es gibt Menschen, die Fahrräder auch preiswert erwerben möchten. Und so kann man die Menschen zusammenbringen, dass die Fahrräder wieder in Nutzung kommen. Angesprochen ist jeder. Sogar Kinderfahrräder haben auf dem Marktplatz in der Zerbster Straße den Besitzer gewechselt. Es ist jetzt ja das erste Mal und wir freuen uns, dass schon einige gekommen sind, ihre Fahrräder anzubieten, und offensichtlich sind auch ganz viele schon wieder weggegangen und es geht so kommen und gehen, und es gibt Ältere, die eben nicht mehr so Fahrrad fahren können, und Jüngere, die wieder eins brauchen, und Kinderfahrräder sind schon ganz viel verkauft worden. Unter dem Motto vom Reflektor bis zum E-Bike könnte man diesen ersten Fahrradflohmarkt stellen und hoffen, dass sich diese Veranstaltung als feste Größe etabliert.